Kärcher. Eine Marke, die für Kraft, Qualität und Innovation steht. Die man verbindet mit der Farbe Gelb und dem wohl bekanntesten Produkt, dem Hochdruckreiniger. Aber es steckt viel mehr hinter dem Namen Kärcher. Die Kärcher Erfolgsgeschichte beginnt mit einem der bedeutenden deutschen Erfinder und Unternehmer Alfred Kärcher. Sein Wirken steht in der Tradition großer schwäbischer Ingenieure wie Robert Bosch und Gottlieb Daimler. 1935 gründet der junge technikbegeisterte Tüftler sein eigenes Unternehmen, die Firma Kärcher. Die Schwerpunkte sind zunächst industrielle Heizsysteme. Mit einem Durchlauferhitzer arbeitet auch der erste Hochdruckreiniger, den Kärcher 1950 auf den Markt bringt. Ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Nach dem frühen Tod Alfred Kärchers übernimmt 1959 Irene Kärcher, die Frau des Gründers, die Geschäftsführung. Unter ihrer Leitung wird das Geschäft international ausgerichtet und 1974 auf Hochdruckreiniger und Reinigungstechnik fokussiert. Dabei wird auch die Markenfarbe von Blau zu Gelb geändert, ein weiterer Meilenstein für Kärcher. Es folgt 1984 der Einstieg ins Consumergeschäft. Der erste Hochdruckreiniger für Privatanwender kommt auf den Markt. Nach Irene Kärchers Tod 1989 steht die nächste Generation in der Verantwortung. Das Unternehmen wird weiter internationalisiert, die Produktpalette erweitert und neue Geschäftsfelder werden erschlossen. Was als Werkstattbetrieb begann, ist heute ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 7500 Mitarbeitern, 1,53 Milliarden Euro Umsatz und Weltmarktführer in Reinigungstechnik. Was ist das Geheimnis dieses erstaunlichen Erfolges? Eine Antwort: Bei Kärcher steht der Kunde im Mittelpunkt. Der Kunde ist natürlich das Maß, an dem unser gesamtes Handeln gemessen werden kann und von dem der Input kommt, in welche Richtung wir uns in unserem Innovationshandeln und in unserer gesamten Ausrichtung als Unternehmen überhaupt bewegen müssen. Unter dieser Maßgabe entstehen bei Kärcher Innovationen. In Forschung und Entwicklung beschäftigt Kärcher über 650 Ingenieure und Techniker. Diese arbeiten im Team und in enger Abstimmung mit Marktforschung, Produkt- und Umweltmanagement und Vertrieb. Über 1100 Erfindungen hat das Unternehmen im Laufe seiner Geschichte erfolgreich zum Patent angemeldet. 85% der vertriebenen Produkte sind höchstens 5 Jahre alt. Innovation ist bei uns kein Zufall, sondern wir hinterlegen einen Prozess, in dem wir versuchen, das Kundenreinigungsproblem zu lösen. Das bedeutet, wir müssen eigentlich das Reinigungsproblem besser verstehen als der Kunde selber oder der Anwender selber. Produktentwicklungen folgen einem vorgegebenen Ablauf. Lastenheft, CAD-Modell, Virtual Reality, Prototyp. Dann wird gründlich getestet. Umweltverträglichkeit, niedrige Verbrauchswerte, höchste Funktionalität und Sicherheit. Das neue Gerät muss alle Prüfungen bestehen. Erst dann geht es in die Serienproduktion. Hier gilt es, unterschiedlichste Stückzahlen zu beherrschen. Von der Einzelfertigung in Handarbeit bis zur hochautomatisierten Großserienfertigung. Herausforderung, auch bei über 10.000 Geräten am Tag höchste Qualitätsstandards zu sichern. Das Ziel: null Fehler im gesamten Prozess. Das beginnt schon beim Wareneingang. Nur einwandfreie Bauteile und Materialien gelangen an die Produktionslinie. Hier erreicht Kärcher eine besonders hohe Effizienz. Durch flexible Verknüpfung der Fertigungsschritte, enge Teamarbeit und variable Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter.
Jedes Produkt wird zu 100% technisch geprüft. Nur wenn alles einwandfrei funktioniert, geht das Gerät in den Verkauf. Kärcher will seine Kunden nicht nur überzeugen, sondern auch begeistern. Über viele Jahre und in allen Bereichen, in denen sie Kärcher-Produkte nutzen, ob privat oder gewerblich. Der Kunde kommt nach Hause, packt das Gerät aus, will damit arbeiten. Freut er sich? Konnte er was damit anfangen? Konnte er es zusammenbauen? Konnte er sein Problem lösen? Und der größte Frust ist, wenn sie das nicht mitbekommen. Das ist ja die wichtigste Rückmeldung für uns, ob wir das Produkt entwickelt haben, ob wir es vertrieben haben, ob wir es finanziert haben, ganz egal. Damit der Kunde sein Produkt lange mit Freude nutzen kann, unterhält Kärcher weltweit ein Netzwerk von über 40.000 Kundendienststellen. Service auf höchstem Niveau. Das geht nur mit kompetenten, motivierten und zuverlässigen Mitarbeitern. Wir wollen gute Aus- und Weiterbildung gewährleisten. Wir haben letztes Jahr 2,8 Weiterbildungstage pro Mitarbeiter investiert. Das ist absoluter Benchmark, behaupte ich. Werte wie Spitzenleistung, dass man die Arbeit mit Hingabe macht, Verantwortung trägt für das Unternehmen, dass man diszipliniert ist in der Umsetzung und der Konsequenz und dass man eben ehrgeizig ist, um Ziele zu erreichen. Diese Werte prägen wir aktuell im Unternehmen sehr stark. Werte leben und Werte erhalten. Nach dieser Maxime handelt Kärcher, auch beim Thema Umweltschutz. Kärcher-Geräte werden hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung stetig optimiert. In Produktion und Verwaltung reduziert das Unternehmen den Wasser- und Energieverbrauch und ist dafür mit mehreren Umweltpreisen geehrt worden. Diese Verpflichtung für Umweltschutz und Werterhalt spiegelt sich in Kärchers Selbstverständnis wider. Deshalb engagiert sich Kärcher auch weltweit für die Bewahrung historischer Baudenkmäler. Hier gilt es, unter schwierigsten Bedingungen komplexe Reinigungsaufgaben zu meistern. Diese weltweit beachteten Aktivitäten sind gleichzeitig Ausdruck einer internationalen Ausrichtung. Kärcher hat 67 Gesellschaften in 47 Ländern. 85% seines Umsatzes macht das Unternehmen schon jetzt außerhalb Deutschlands. In Zukunft wird dieser Anteil noch steigen. Wir können uns tatsächlich als globales Unternehmen heute bezeichnen. Und auch die Zielsetzungsstrategie, ein Teil der Strategie der nächsten Jahre ist, dass wir weitere Vertriebstochtergesellschaften im Ausland gründen, um eben unsere globale Präsenz zu erhöhen, weil eben genügend Reinigungsbedarf noch in vielen Märkten besteht. Diese internationale Präsenz des Unternehmens hat den Bekanntheitsgrad stetig steigen lassen. Wesentlich dazu beigetragen haben die klare Markenpositionierung und ein konsequentes Marketing über alle Disziplinen hinweg. Die Farbe Gelb steht für Reinigungskompetenz weltweit, in einem sich ständig ändernden Markt. Aber auch wenn vieles im Wandel ist, Kärcher setzt auf Kontinuität. Anpassung an ständigen Wandel ist eigentlich das Entscheidende. Diese Anpassung muss kontinuierlich sein, da der Wandel kontinuierlich ist. Der Wandel ist permanent. Und diese Anpassungsbereitschaft und die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit sind für das Überleben und für das erfolgreiche Überleben Grundvoraussetzung. Das Unternehmen bleibt den eigenen hohen Anforderungen treu. Kärcher wird weiter Innovationen schaffen. Kärcher wird weiter Maßstäbe setzen in Technologie und Kundenbegeisterung. Kärcher wird weiter den Anspruch haben, der Beste zu sein. Kärcher wird weiter Kärcher sein.